Also, ich bin nicht bereit für das, was kommt. Ich habe ein komisches Standbild. Ach, da ist er. Ein komisches Standbild. Oh, eine nackte Puppe. Hey, Was? Püppchen. Eine nackte Puppe, mit der ich nichts machen will. Okay, ich kann mit der nicht interagieren. Tanzst du jetzt mit der Puppe oder was? Okay. Aua. Füllung. Pralinen werden nicht mit Lauch gefüllt. Der ist gut. Dieser Ort ist seltsam. Ah, oh, der ist echt gut. Okay, ich mute mich einmal vorsichtshalber. Schweigend mögen die Kabale sich versammeln. Aus 5 sollen sie bestehen. 5 von reinem Geist und Körper, 3 weiblich und 2 männlich. Aber alle von erster Geburt, gehüllt in Kapuzen. Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für die spirituelle Wohlergehen. Jünger, das von dem Fest von Akramahamari-Ritual von Dereskeia abhalten müsst. Zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der 5 Primärpunkte stehen. Eine Jungfrau der See, ihrer Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit ihrer Sch mit dem Schwert in der Hand voll Inbrunst, ihre Stimme zu der Anrufung des Soras. Wie sie steht geschrieben, wir 5 an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm. Auf ewig die 5 Spitzen, Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet, das Unikuru Kursus rufet, an 5 Spitzen wir glauben, das Schwert Wie weit voran habe ich und gekommen? proklamiert mit fester, wir dienen, wendet Grad nach und zeichnet, Okuvernale Sikil, das heilige Symbol, nun in Ehrfurcht, wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung. Gott, das war ganz schön schwer zu lesen. Warte mal kurz. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Können wir das länger machen? Nein, ich musste wieder umstellen. Ich war noch auf Privatnachrichten im Discord. Musste jetzt wieder umstellen, damit ich unseren Channel sehe, damit ich sehe, wann du dich mutest. Ah, okay. Warum kam denn nichts mehr? Ah, ja. Aber ich bin überrascht, ne? Bei mir ist immer noch der grüne Punkt. Maximal 3% Auslastung bloß. Das ist gut. Ausgelassene Frames steht immer noch 0 von Schieß mich tot. Ja, dafür spackt mein Internet gerade wieder rum. Beziehungsweise, ich habe nicht gemerkt, dass es gespackt hat. Ist auch gut. Weil scheinbar ist es eben wieder untergegangen mit den Frames und jetzt bin ich aber wieder bei 3400. Also bei der Hälfte von dem, was ich eigentlich habe. Passt. Es passt. Jetzt muss ich aber erstmal das. Das. Oh, schon wieder so einer, ja. Ja, yep, wieder so einer. Wieder ein ganz witziger Fuchs. Ich war neulich im Stream, da waren drei hintereinander. Und dann hat die noch so eine Follow-Bomb drin gehabt. Yep. Kenne ich, fühle ich. Oh, what the fuck. Oh, essen wir jetzt?
Ah, Mist. Jetzt sehe ich deinen Stream gerade gar nicht. Ah, doch, ich sehe. Ja, doch, ich sehe deinen Streamer. Oh mein Gott, da steht jemand. Ach du heilige Fäkalie. Da ist jemand. Okay, das gibt auf jeden Fall. Das riecht nach Quick-Damn-Events. Der hat einen Stab. Ein Stecken, Stab. Hüten. Er hat einen Kopfkurs. Was macht er da? Haha! Haha! Musst du auch gerade kämpfen? Mhm. Huhu! Oh, wo kommt die alle her? Jetzt habe ich 3, 4, 1000. 4000. Oh, jetzt hat er den Schraubenschlüssel fallen lassen. What the frick, ey? Mappa ist Julia. Noch nö. Wir sind jetzt zusammen, hä? Mhm. Ja, oh geil, wir sind zusammen. Bei hinter uns ist was. Wer? Ach, das Arschloch. Jo. Naja, tauchen können sie ja, ist nicht schlimm. Hä? Oh oh. Ich glaube, du bist woanders wie ich. Ja, ich bin oben. Ich bin im Flugzeug. Wow. Ja. Mist. Ey, da war die richtige Taste. What the fuck? Das war eben die richtige Taste. Ich habe auf A gedrückt. Aber es ist halt scheiße, wenn mir immer angezeigt wird, dass ich S oder Y oder so drücken muss, weil ich aber gar nicht drücken kann, weil, ne? Tastatur. Die Frage ist, sind wir jetzt zusammen oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Scheiße! Das hat nicht geklappt. Kacke! Ich bin zu langsam! Komm schon! Ich bin einfach zu langsam beim Klicken. Boah. Ich bin nur verwirrt. Alex hat versucht, Alex umzubringen. Was? Das komische Viech hat versucht, dich umzubringen, also Julia. Was? Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Ah! Du bist... Da sind ganz viele. Papa? Haut. Ich habe Angst. Ich habe gerade ganz große Angst. Ich sterbe, ey. Ich sterbe einfach nur. Konrad, wer lebt noch? Boah. Einmal Nervenkäse reinhauen.
ihr, was ich meine? Wenn ihr die Typen also loswerden wollt, dann bin ich dabei. Conrad! Todesangst. Conrad! Hey, ich bin's. Conrad! Was war das? Was war das für eine ekelhafte Alte? Das bin ich? Warum rennst du von mir weg? Weißt du, wie du eben ausgesehen hast? Wie so ein Pin-Up-Girl in der... so mit blonden Locken und so ein Käse, alles so... Boah, lecker Käse. Ja, meiner war schlecht. Na toll, jetzt bin ich wieder alleine. Mappa. Ja, was soll ich denn sagen? Was zum Teufel auch mit ihm los? Ich höre Schreie. Das ist viel schlimmer. Musik. Ich auch. Was ist das? Wasseraufbereitungsanlage mit Feldnotizen von Warrant Officer Knight. Ich habe wieder ein Geheimnis gefunden. Ich auch. Wasseraufbereitung? Der nationale Frachtbrief. Versender geheim. Verfrachter US Army. Verladen geheim. Empfänger C-Paul Hicks. Ursprung Wasseraufbereitungsanlage. Mandschurei, Verladehafen, Harbor Market, Port Mandschurie, Südchinesisches Meer, Entladehafen, Barnard's Point. Held Fracht Mandschurie Gold, Menge unbekannt, Gewicht unbekannt, Wert geheim. Der Empfänger bestätigt, dass die erhaltene Ware inspiziert und für den Transport zum angegebenen Entladehafen für sicher befunden wurde. Die Fracht ist keine Schmuggelware und darf nach den Gesetzen des Empfängerlandes dort offiziell eingeführt werden. Sämtliche Fracht wird korrekt verstaut, gekennzeichnet, sowohl gemäß den Sicherheitsbestimmungen des Transportschiffs als auch wie in den Frachtunterlagen für das Schiff laut internationalem Frachtgesetz festgehalten. Der Schriftname des Empfängers. Ja! Okay. Ich hoffe, das Spiel ist bald durch. Nur intern, Mission, Mann über Bord, voller Stopp, Anker werfen. Um 1:28 erhielt ich die Nachricht, Mann über Bord. Informieren Sie alle Einheiten unter Ihrem Befehl und bereiten Sie eine Such- und Bergungsmission vor. William P. Ford. Okay. Okay. Ich untersuche hier jetzt lauter Kabinen. Und die Vorahnung, die ich gefunden habe, gefällt mir nicht. Ich habe so Lust, aber auf den Akku nicht geachtet, der leer war. Also, alles gut, Markus. Alles gut. Internes Memo. 14. Armee-Division. An alle Offiziere. Captain Ford hat den Befehl ausgegeben, dass der Konsum von Alkohol während dieser Reise streng verboten ist. Jeden Offizier, der im oder außer Dienst Alkohol trinkt, erwartet das Kriegsgericht. Eure Alkoholrationen werden nachträglich ausgegeben. William P. Ford. Ich trinke trotzdem. Ich trinke, ja, also bin ich. Ich trinke Uso. Und du so? Nein, ich habe kein Uso hier. Ich trinke Uso. Was machst du so? Ich trinke Uso. Was machst du so? So geht's. Er ist so voll verkackt. So nach dem Motto, hey, ja, ich kann's. Und dann... Ah, nee, ich kann's auch nicht. Alter! Kuh! Fühlt sich nur... kennt sich da besser aus. Gerade Private... Ein paar... Edit 5 unzensiert. Man sieht die... Zeichen, dürfte man das Spiel streamen? Ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Was? Ich meine, man darf es nicht. Ich meine, man darf es nicht. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich habe aber mal gehört, beziehungsweise gelesen, dass wenn das Symbol zu sehen ist, dass man es nicht darf. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass man es darf. So wie bei Wolfenstein, was ja auch gestreamt wird, sind die Nazi-Symbole ja auch. Ja, sind die nicht umgeändert? Aber da... Nee, nicht. Ich glaube nicht überall. Oder sind sie nur bei der unzensierten normal und bei der normalen geändert? Weil es gibt ja immer Wolfenstein unzensiert. Ich habe schon einige Spiele gesehen, wo die zu sehen waren. Es gibt ja... Also es ist geteilter Meinung. Also ich würde es tatsächlich nicht machen.
kannst ja Katzen drüberlegen. Ja, stimmt. Aber na gut, wie willst du da Katzen drüberlegen? Im Nachhinein kannst du Katzen drüberlegen. Oder es kann auch sein, dass man es darf. Man darf halt nur kein VOD von haben. Das kann auch sein. Dass man es halt nicht als VOD speichern darf. Weil man es ja nachträglich sehen könnte. Oder kann. Okay, ich will gehen. Ich will gehen. Kann auch. Also, dass man es halt ja. einfach nur nicht haben darf. Auf dem Ding. Oh, Wasser. Wie Wolfenstein unzensiert darfst du, glaube ich, nicht streamen. Also wie gesagt, Wolfenstein darf ich, meine ich, darfst du nur spielen, wenn es zensiert ist. Ich weiß es nicht genau. Ich halt auch nicht. Ich habe mich damit ich halt nie muss mich damit sowas nicht... Ja. Ich brauchte mich damit ja nie auseinandersetzen. Ich brauche mich damit auch nicht auseinandersetzen, weil ich solche Spiele halt einfach nicht spiele. Also Wolfenstein habe ich zwar ein Teil oder zwei, würde ich aber halt nicht streamen, weil es ist halt überhaupt nicht mein Spiel. Ich habe es halt, glaube ich, geschenkt gekriegt irgendwann. Und das würde ich halt eher für mich privat spielen. Und wieder einen Schrank aufmachen. Ich muss das, glaube ich, lesen. Schnaps ist leer. Oh ja, ich muss lesen. Vorfallsdetails, Fortsetzung umseitig. Um ca. 2030. 2030. Was? Hat Private. Ach, zwei, nee, warte. 20. Nee, doch, wie liest man diese Zahlen? 2000? Nee, 20. Doch, nee, 2030. 2030. 2030, oh Gott. Warum haben die nicht eine normale Uhrzeit? 2030. Das klingt scheiße. Hat Private Paris mich informiert, dass Private Miller im Besitz eines verbotenen Objekts ist. Um ca. 2200, wie auch immer. Am selben Abend stellte ich Private Miller zur Rede, der mir einen Stoffbeutel mit verzierten Gliedstein zeigte. Dieser hatte Private Miller von einem Händler am Hafen von Port Manchuria gekauft. Informierte Private Miller, dass ich die Steine konfiszieren müsste. Miller protestierte, erzählte etwas von sentimentalem Wert und behauptete, dass große Unglück über ihn käme, wenn er sich verlierte. Wenn er sich verlierte. Wenn er mich damals schon machen, ja. Also wie gesagt, ich meine, wie es in den Richtlinien, also die Stream-Richtlinien sind ja sowieso alle unterschiedlich. In Deutschland gelten ja andere als woanders. Und ich meine, in Deutschland darfst du halt allgemein, das Symbol darf offiziell nicht sichtbar sein. Du darfst es nicht zeichnen und du darfst es eigentlich nicht sehen, weil es halt verboten ist. Deswegen gehe ich mal von aus, dass du es auch nicht streamen darfst. Weil es ist halt verboten. Wenn es zensiert ist, dann ja, dann darfst du das bestimmt streamen. Gut, ich sag jetzt mal, wo kein Richter da, kein Henker, weil nicht jeder jeden Stream halt begutachtet. So viel dazu. Und wenn du kein VOD hast, gibt es sowieso keine Zeugen. Wenn du ein VOD hast, kann Twitch dir jederzeit sagen, hier ist nicht. Deshalb, wenn man spielt, würde ich halt kein VOD von haben. Aber ich würde es halt allgemein nicht machen, weil, wie gesagt, wenn man die Symbole sieht... Wenn du es privat streamst, also bei Discord oder sowas, ist es das eine. Wenn du es aber öffentlich streamst, wo es jeder sehen kann, ist es, glaube ich, das andere. Weil es gibt halt auch gewisse Spiele, ne, wo es wahrscheinlich heißt, nein, ist nicht. Egal, ob es andere machen oder nicht. Die anderen haben dann halt einfach Glück. Das ist genauso wie viele, viele Streamer lizenzierte Musik haben und keiner davon hat die Rechte, die Musik zu spielen. Keiner. Zumindest nicht von den kleinen Streamern. Es lassen sie trotzdem laufen. Die meisten werden nicht erwischt. Ist aber trotzdem verboten. Also, ne? Ist ein Struggle. Man kann es machen, ob man es sollte, ist die andere. Also ich bin bei sowas ganz, ganz vorsichtig. Aber da ich sowas halt nicht spiele, brauche ich da mich nicht großartig mit befassen.
Ich glaube, außer das eine Wolfenstein, was ich habe. Nein, man muss die deutsche Version nehmen. Ja, ja, das meine ich ja. Die deutsche ist ja. Die deutsche ist ja zensiert. Die deutsche Version ist zensiert. Das heißt, da siehst du ja die Symbole nicht. Das meine ich ja. Und die unzensierte ist ja die, wo man die Symbole sieht. Verstehst? Ja, das meine ich doch. Sag mal, red ich Chinesisch? Das sag ich doch. Die zensierte darfst du streamen. Definitiv, weil da siehst du das ja nicht. Die unzensierte darfst du wahrscheinlich nicht. Hilfe. Los! Irgendwas ist gerade passiert, während ich einfach nur rumstand. Deswegen habe ich schnell auf Pause gedrückt. Ja, sonst bleibt die doch einfach nur stehen. Und jetzt, was ist da passiert? Oh. Wenn der Ehegefährte fing mein Pause-Screen PC will ja modellieren. Dann lasse ich das erstmal, bis ich es so 100% will. Als ja, ist besser. Es gibt doch keine unzensierte. Es gibt mindestens von einem Wolfenstein zum Beispiel gibt es auf jeden Fall so unzensierte. Aber von Sniper Elite weiß ich es halt nicht. Aber wir reden ja gerade auch von Wolfenstein, dass es da eine unzensierte gibt. Zumindest dachte ich, dass wir von Wolfenstein reden. Das Kind, die ein anderes Spiel meint, weiß ich. Die Rede war aber halt, ne, dass Wolfenstein unzensiert ist. Von Sniper Elite, ja gut. Und wenn es ja keine unzensierte gibt, würde ich es halt lassen. Oder halt bei Twitch selbst nachfragen. Deswegen. Ich weiß, dass von Sniper Elite geredet wird, aber das Thema war ja gerade bei Wolfenstein, wie gesagt. Ne? Also, ist logisch. So. Ich habe Angst. Irgendwas passiert jetzt. Ist das Conrad? Das klang nicht gut. Ah, das ist, weil du was gemacht hast. Conrad, ich bin's. Nichts gemacht. Doch, irgendwas hast du gemacht. Weil du bist plötzlich aufgetaucht. Ja, und bei mir steht schon wieder dieses Pin-Up-Girl. Ja, bin aber nur ich. Oh, ich bin gestolpert, war zu langsam. Ah, ich hab mich gerade in deinem Stream gesehen. Ich habe das Gefühl, wir reden im Chat gerade alles so ein bisschen nebeneinander her. Wenn du mir jetzt die Treppe unter. Wenn du irgendwas jetzt machst und stirbst, ne? Scheiße! What the fuck? Die Taschenlampe ist geschwebt! Ach du. Das ist unfair. Ich habe die Taste gedrückt. Sogar rechtzeitig. Also jetzt wird's hart. Die Alte wird immer hässlicher. Das bin doch nur ich. Doch, du stirbst gleich. Ich bin's, Fliss. Doch, du stirbst gleich. Wieso? Bringst du mich um? Weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du nicht lange mehr machst, so wie du da gerade abgehst. Ich meine, ich sehe keine gruseligen Dinge. Nur du. Oh, das ist ja auch Conrad. So, das sind heißen. Na gut, der sieht eine hübsche bzw. nicht hübsche Frau. Wo kriegt die Quicktime-Events meinen? Das ist ja ein Wunder. Irgendwie tut mir meine Schulter weh. Ich glaube, ich erschreck mich gleich. Miau. Raven. Miau. Die kann ja eigentlich die ganze Zeit da barfuß rumlaufen.
Warum läufst du denn schon wieder von mir weg? Halt! Conrad, hey! Weil er es kann. Mann, wirst du anhänglich. Ich weiß. Ich stehe halt auf dich. Oh. Da war schon wieder. Das ist doch Verarsche. Ich bin tot. Oh, tatsächlich. Ich hab mich umgebracht. Jetzt. Ja, yep, ich habe ihn umgebracht. Belize ist tot. Und auch die heiße Schnitte umgebracht. Genickbruch und Platzwunde am Kopf. Weil mir schon wieder was anderes angezeigt wurde beim ersten. Und den anderen habe ich tatsächlich verkackt. Ich drücke jetzt einfach die ganze Zeit meinen Analogstick. Damit mir das auch angezeigt wird, was ich drücken muss. Da steht ein Kapitän. Oder was auch immer. Weg. Oh. Oh Gott. Halt, Conrad! Oh, Gott sei Dank. Schwer weg. Hier ist es nicht sicher. So, pass Sag auf. Los. Jetzt sind alle fein, nur Felice nicht. Felice ist tot. Ich hab dazu. Weißt du? Und ich sag nur zu dir, wir bringen keinen um. Und wen bring ich um? Ich vergab mich nur so halb. Nur so ein bisschen, ne? Mhm. Alles gut, denke ich. Nur so ein bisschen triggert's mich. Die schöne Phyllis. Anna. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Ich mag ihn. Ich auch. Sie sind einer weniger. Sie sind einer weniger, ja. Danke. Oh, das triggert mich. Ich habe Miss gesehen. Herausgefunden, was los ist. Wie man es aufhält. Wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere. Nein, Herbert, einfach nein. Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. So einträchtig. Mhm. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund. Nicht übernatürlich.
Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Nein. Total. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt im letzten Abschnitt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich hab's irgendwie im Gefühl. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas... Raven ist ja ganz etwas hart, Böses, wa? Ja. Wirklich Böses am Raven ist ein harter Bursche. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Hat ihm schon einer den Link gepostet? Falls er beides sehen möchte? Weiß ich nicht. Wie ein Relikt aus der Steinzeit. Das ist dann sicher... Hybrid, hau mal den Link rein! Total gruselig. Alex, war nicht der weißt du, was du noch nicht getan hast? Warum redest du da? Also, ja, für Raven. Liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Weil Mappa streamt mit auch. Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Danke! Vermutlich will Schnucki dein Bewusstsein dir sagen, dass ich dich erdrücke oder so. Hasi-like! Mein Hasi-Schatzi. Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht hier vor sich. Also, was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Schön. Danke, mein... Danke, mein Herzblatt. Ja. Wir sind ausgerechnet auf einem und der Himmel hilf uns. Wir sind total am Arsch. Das Mann hat die eine Ausdrucksweise. Entschuldigung. Ich glaube, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss hatten. Ich halt. Ach, Mappa trifft hier eine Entscheidung. Wie weiß immer. Weiß jemand, was mit der Besatzung ist? Sind die mit einem Rettungsboot abgehauen? Ich fühle mich wie auf einer Fähre über den Fluss Styx. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Es ist möglich, dass es hier in Wahrheit nie Gold gegeben hat. Okay, das erklärt aber noch nichts. Was denkt ihr, ist wirklich auf dem Schiff passiert? Hab keine Ahnung. Das Schiff fuhr nach San Francisco, aber es kam von einer Wasseraufbereitungsanlage in China. Von dort kam anscheinend auch das Mandschurei-Gold. Die Zeitung war aus dem Jahr 1947. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Es wird echt Zeit für einen Plan, Leute. Einen guten Plan. Von hier können wir einfach zurück zur Duke springen. Fliss sagte, wir brauchen die Verteilerkappe. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja, klar. Das ist eine schlechte Idee. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Ganz schlechte Idee. Ach. Mich hört ja mal wieder keiner. Mappa ist Julia. Oh. Och Mann, warum kriege ich immer die Ochse? Ich würde sie ja gerne spielen. Ich mag sie nicht. Na, klein. Im Weg. Ja, das ist doch die Idee. Du wolltest mich töten. Ich komm da nicht raus. Ah, du musst es als erstes durch, okay. Kein Witz. Ja, schön. Immer die alte vorne. Ja. Komplett furchtbar. Hallo. And welcome to my repository. I am the curator. The curator of stories. Stories of love, hate, greed, and beauty, life, and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions, or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever.